für mich gibt es jetzt hier Tagliatelle Salmone. Und für die Dame gibt es Taglioni al Pollo. Mit einem schönen Weizenbier dazu. Schiff's hier rein. Hier war gerade kleine Fetzerei. Ich guck so ein bisschen hin. Mädchen sagt so: Du machst nichts. Mädchen? Jaya. Dann laufen wir weiter. An den Laden vorbei, sagt sie: Good time coffee. Boah, der ist echt sehr, sehr süß. Wir sitzen gerade in einem House of Gin und trinken einen kleinen Gin. Wow. Auf jeden Fall gibt es hier auch knackige Nüsse zu knackigen Preisen. Was willst du? Chocolate, Strawberry, Toffee, Peanut Butter. Strawberry, Double Chocolate Cookie. Hallo, wir sind auf der Street zu Vino, sag ich Nino. So, hier sind wir ausgestattet mit dicken Moneten. Ganz richtig. So, meine Freunde, wir sind jetzt gerade im Restaurant Alex, hier auf dem Alexanderplatz. Für mich gibt es einen schönen Raclette-Burger mit Preiselbeeren und für die Dame einen Salat. Dazu gibt es Berliner Rode, Säckchen und irgendwas Spritz. Spritz. So, meine Freunde. Ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Der eine oder andere mag sich vielleicht auch wundern, wie wir diesen Aufenthalt hier verbringen, weil wir tatsächlich eigentlich nicht großartig irgendwelchen Touri-Shit machen. Das liegt daran, dass ich wirklich schon sehr viele Spots in Berlin kenne, gesehen habe, schon sehr oft hier war. Ja, es gibt so ein paar Spots, wo ich mich ganz wohl fühle, wo wir gerne hingehen, so ein Käffchen trinken und so. Andere hätten das jetzt vielleicht eher so Touri-mäßig gemacht, unterwegs sein, viel anschauen. Aber ich habe tatsächlich vor, hauptsächlich diese Zeit, die wir hier verbringen, einfach zum Entspannen zu nutzen. Bisschen einfach wirklich die Seele baumeln lassen, ein bisschen entspannen. Und mir nicht so einen Stress zu machen wie sonst immer. Ja. Der ein oder andere mag sich vielleicht auch an diesen Spot erinnern. Hier vor habe ich mal ein Musikvideo gedreht und zwar zu dem Lied Wer ist noch real? Wem kann man heute noch trauen? Sag mir mal, wer ist noch real? Alle mit Nase nach oben, denken sie hätten den Key. Was willst du mir schon erzählen? Du bist auch nie anders, du bist auch nie dankbar. Du bist auch viel zu ständig. Wen kann man heute noch trauen? Sag mir mal, wer ist noch real? Alle mit Nase nach oben, denken sie hätten den Key. Was willst du mir schon erzählen? Du bist auch nie anders, du bist auch nie dankbar. Du bist auch viel zu ständig. Alle rappen über Benz und Beamer. Alex. Wieder in der gewohnten Umgebung die Kurfürstenstraße erkunden. Aber heute ist nicht so viel los. Hier in diesem Hotel Sylter Hof habe ich auch schon das ein oder andere Mal verkehrt. Nur leider hat dieses Hotel scheinbar Corona nicht überstanden. Was ich sehr schade finde, weil ich mich sehr wohl gefühlt habe hier in dem Hotel.
zwar nur 3 Sterne. Ihr seht, das ist seit dem 31.03. geschlossen. Das wird zwar immer noch so überwacht und so. Und ihr seht auch, sieht sehr, sehr fein da drin aus. Und es war auch sehr fein dafür, dass es nur 3 Sterne hatte. Hat es leider nicht überlebt. Und das ist auch direkt Kurfürstenstraße. Vielleicht 300, 400 Meter vom KDW entfernt. Also, sehr schade. 20 Uhr, letzter Abend. Jetzt geht's was essen. Mal schauen, was der Abend noch bringt. Ich hatte vielleicht vor, ins 808 zu gehen. 808 Club. Aber ich denke, es wird wieder auf einen ruhigeren Abend hinauslaufen. Mal schauen. Das ist es. Ich würde sagen, diese Bowl ist auf jeden Fall fucking leer. Wir waren gerade super duper. Wir waren gerade sehr, sehr lecker essen bei einem Restaurant namens Bamboo Leaf. Hat sehr, sehr gut geschmeckt. Sehr cooles Team, alle sehr jung. Essen war geil, Atmosphäre war cool, Ambiente war sehr toll. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Ist hier quasi, hier ist der Kudamm. Ein Horst weiter quasi ist der KDW. In der Straße vom Soulbox, ein paar Meter weiter, ist dieses Restaurant. Schaut da gerne mal rein. Sehr lecker. Kann ich empfehlen. Ich habe eine Bowl gegessen. Bowl war krass. Für den kulinarischen Abschluss des heutigen Abends wird auf jeden Fall noch ein Döner verspeist. Nach einigen weiteren Cocktails. Sicherlich ein guter Abschluss für den heutigen Abend. Das war es dann auch ziemlich mit Berlin für mich. Beziehungsweise für uns. Unser kulinarisches Niveau auf diesem Kurztrip hat sich natürlich schon auch auf einem etwas gehobeneren Level befunden. Das hat sich natürlich alles auch etwas im Preis wiedergespiegelt. Ich habe das Gefühl, ich muss mich langsam auf jeden Fall bei sugardaddy.com anmelden. War gerade einer, wir sind einen Stock mit dem gefahren. Er sagt einfach tschüss. Tschüss. Hey. Wir haben jetzt noch nur ungefähr eine Stunde Zeit. Diese Stunde wird ganz gemütlich noch mit einem Meal vom Burger King verweilt. Okay, wir sind back in Würzburg. Dieser Vlog geht jetzt auch zu Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich doch gerne mit einem Daumen nach oben oder einem netten Kommentar wissen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Und sie tanzt und sie tanzt und sie weint, weil sie weiß, ja, die Nacht geht vorbei.